durchzusetzen. Das ist schon mal eine Voraussetzung dafür, dass man so ein Amt begleiten kann. Die zweite Voraussetzung, und die ist bei ihm unzweifelhaft gegeben, man muss integer sein. Auf ihn ist immer Verlass und er ist ausgewiesener Verwaltungsfachmann, akribischer Arbeiter und ich denke, er hat auch in Bad Arolsen hinreichend unter Beweis gestellt, dass er selbst mit schwierigsten finanziellen Herausforderungen umgehen kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir unterstützen ihn mal mit so einer kleinen ehemaligen Aktion. Wir sind ja nun alle bis auf einer, glaube ich, Heinrich. Ne? Du bist nur aktiv. Ne? Ansonsten sind wir alle ehemalige Kommunalpolitiker, wollen uns aber jetzt noch mal durch so eine gemeinsame Aktion ein bisschen in den Wahlkampf einmischen. Wir gehen gleich für ein gemeinsames Foto runter an den anderen Eingang vom alten Rathaus, weil da eine Treppe ist. Da können wir uns besser positionieren für den Fotografen. Ja, und jetzt Jörg. Ja, lieber Peter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin einigermaßen beeindruckt. Das will ich nicht verhehlen. Das liegt nicht nur am schönen Wetter und dem schönen Ort hier in Frankenberg, sondern diese Runde so zu erfahren. Die Idee kam von Peter. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und richtig, die alten Granden der Freien Wähler haben gesagt, das ist eine gute Idee. Das fand ich spontan absolut auch. Und da ist eine Menge draus entstanden. Und das steht für mich so ein bisschen exemplarisch, wie das so läuft. Ich habe ja, als das Thema mich herangetragen worden ist, kannst du dir eine Kandidatur vorstellen, schon überlegt, wie wird das denn so werden. Der eine oder andere wird mich im Walle kennen, in Frankenberg eher weniger. Er ist ein Sportschütze und kennt mich aus allen vorderen Tagen. Da ist jetzt eine Entwicklung entstanden, die mich sehr beeindruckt hat. Wir haben einen sehr lebhaften Wahlkampf, den man erst einmal nicht direkt sieht, der aber stattfindet, der findet man doch digital statt. Aber wir wollen auch an die Menschen rankommen und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Dafür brauche ich Fürsprecher, die Idee weitertragen. Es lohnt sich mal, sich mit dem Herrn van der Horst mal auszutauschen, mal zu unterhalten. Für die, die mich nicht kennen, ganz kurz skizziert. Ich bin 54 Jahre jung, behaupte ich mal. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und der Peter hat es beschrieben, ich komme aus der Verwaltung. Wie man es klassischerweise kennt, habe ich damals mal begonnen bei der Stadtverwaltung in Korbach, habe dann das Studium für den grünen Dienst machen können, bin dann zur Kreisverwaltung gewechselt, habe später dann noch einen Masterabschluss in Verwaltungswissenschaften gemacht, sodass ich da, glaube ich, wirklich ganz gut aufgestellt bin, was das Thema der fachlichen Dinge betrifft. Und seit 2008 bin ich Bürgermeister der Stadt Bad Arolsen. Ich habe das jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil die Idee unseres Teams ist es auch mal zu schauen, wie sind die 13 Jahre gelaufen. Ganz so schlecht war es nicht. Wir haben in Bad Arolsen durchaus, Peter hat darauf hingewiesen, finanzielle Probleme gehabt. Das lag nicht unbedingt nur an den Vorgängern, das will ich gar nicht so sagen, sondern wir haben Probleme mit dem Strukturwandel gehabt. Wir haben die Bundeswehr verloren, die belgischen Streitkräfte sind weggegangen. Wir haben wichtige Werbezahler verloren und das hat schon eine Weile gedauert, das alles in den Griff zu bekommen. Das haben wir aber mittlerweile geschafft. Nach 20 Jahren defizitärer Haushalte haben wir jetzt die Schulden abgebaut, die sind weg, die Rücklagen aufgebaut und die Stadt hat eine Menge Projekte angeschoben, die uns wirklich auch voranbringen werden. Das hat sich, glaube ich, ganz gut gefühlt. Das hat aber nur geklappt, weil ich immer gut unterstützt worden bin. Einer steht jetzt hier exemplarisch, der Karl, der mich frühzeitig begleitet hat, darf man das so sagen, mal auch gerne im Hintergrund wirkend. Es gab gute Unterstützung, ich denke jetzt auch in die Runde weiter, die im Hintergrund gesagt haben, lasst ihn mal machen, das wird schon werden und sie haben für Unterstützung geworben. Deshalb ist es gelungen, tatsächlich auch diese Politik umzusetzen. Deshalb ist das für mich heute eine tolle Situation, wenn es gelingt, genau diesen Gedanken weiter aufzunehmen, zu sagen, der kann das schon, der bringt ein bisschen was mit, braucht aber Unterstützung. Und das ist auch so die Bitte, die ich Ihnen heute so mitgeben möchte. Führen Sie die Gespräche im politischen Raum. Sie sind noch politische Schwergewichte. Hier steht mehr politische Erfahrung, als im Moment aktiv im Dienst ist, sage ich mal. Wenn ich das in Jahren aufzähle, wird das tatsächlich so sein. Und das ist auch eine Menge Lebenserfahrung, von denen ich in Bad Arolsen immer profitiert habe. Ich habe immer davon
meinen Nutzen gezogen, dass ich mich habe austauschen können, um allein zu wissen, woher kommen die Dinge, was sind die Hintergründe, wie packt man manche Themen auch an, und dann ist der gute Rat auch sehr wertvoll. Das habe ich ebenfalls immer sehr schamlos ausgenutzt. Das will ich auch gern weiterhin so tun. Und das erlaubt es mir allerdings auch, eine eigene Position zu formulieren. Und damit kann ich auch ins Rennen gehen, und das ist sehr angenehm und sehr schön. Ja, wir haben das, was mir eigentlich wichtig ist, was manchmal schwer ist, in klassische Wahlarbeit zu übersetzen, ist, ich stehe jemand, der sagt, erstmal müssen die Basics stimmen. Das heißt, das Thema ist, wie funktioniert Finanzen, wie funktioniert Haushalt. Das interessiert den Wähler weniger, das ist richtig. Ist auch für mich Grundbedingung, damit man nachhaltig Politik auch gestalten kann. Deshalb können Sie unterstellen, das ist meine Aufgabe, und da bringe ich, denke ich, auch eine Menge mit. Wenn Sie Interesse haben, können wir das gerne vertiefen. Ich würde jetzt aber gerne den Bogen spannen über das, was jetzt bei den Menschen wichtig sein dürfte. Wir haben, glaube ich, ein sehr zentrales Thema, was uns alle beschäftigt, egal ob links, ob rechts, ob grün oder schwarz. Das wird das Thema sein, wie wir uns mit den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigen müssen. Das trifft nicht nur die jungen Menschen, das trifft uns auch sehr konkret und auch sehr intensiv. Ich hatte vor 2-3 Jahren das Thema für mich schon längst erkannt, auch für die Stadt Bad Arolsen, aber wir spüren es jetzt jeden Tag ganz hautnah, was es bedeutet. Der eine oder andere wird das mitverfolgt haben. Wir haben vor 14 Tagen auch ein Hochwasserereignis gehabt, was originär damit im Zusammenhang steht. Wir haben einen starken Druck, uns mit der grünen Infrastruktur in Bad Arolsen zu beschäftigen, die Stadt im Wald. Wir haben viele große Alleen. Toll, klasse, für Stadtklima ganz hervorragend. Aber die haben maximalen Stress. Wir müssen jetzt uns ganz anders darüber Gedanken machen, wie wir das zukunftsfähig gestalten können. Wir sind also schon ein Stück weiter, nicht nur Klimaschutz allgemein global zu denken, sondern lokal zu überlegen, wie das mit dem Klimaschutz gehen kann. Der Wirtschafter seine Verpflichtung auch erfüllen müssen, das energetisch zu optimieren. Dazu müssen Fördertöpfe angezapft werden. Wir müssen dort Geld in die Hand nehmen, um effizienter zu werden. Mobilitätsfragen werden ein Riesenthema werden. Das Stichwort für die Nahmobilität für den Landkreis auch stärker noch fördern. Über den Ausbau des Radwegenetzes hin auch zu einer Stärkung noch des ÖPNV. ÖPNV ist ja auch so ein Thema, was wir vor 10, 15 Jahren noch nicht diese Bedeutung bewertet haben. Wir sind der flächengrößte Landkreis in Hessen und haben eine sehr zersplitterte Siedlungslandschaft. Da müssen wir schauen, dass wir über gute Infrastrukturangebote die Menschen auch das Leben vor Ort noch ermöglichen. Auf, kümmern wir uns um die Förderkulisse und die strategischen Gespräche und sehen, da es geht. Und damit können wir alle anderen auch mitnehmen. Da geht es um Millionen. Die kann eine kleine Kommune im Wettbewerb schlecht für sich alleine sichern. Da kann der Landkreis, glaube ich, mehr tun. Das zweite große Themenfeld ist Bildung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier unter uns Eltern habe mit schulpflichtigen Kindern, vielleicht aber Großeltern mit schulpflichtigen Kindern. Ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung so war, wie das so gelaufen ist, nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Schulen noch gar nicht so sehr auf Höhe der Zeit sind, wie auf einmal Pandemie haben. Und das Thema Wechselunterricht, Homeschooling kommt, und dann haben Sie ja alles erlebt. Da haben Sie ja von der Brieftaube, die vielleicht was vorbeigebracht hat, bis zu einer E-Mail mit nicht gut funktionierenden Systemen eine volle Bandbreite gehabt dessen, was Schülerinnen und Schüler genießen durften. Ich habe wenige Gespräche geführt, wo mir Eltern gesagt haben, das war zufriedenstellend. Ich bin selbst auch Vater von jetzt 3 erwachsenen Kindern, aber die Kleinste ist noch in der Schule und bereitet das Abitur vor. Das war sehr erfrischend festzustellen, welche Defizite wir dort haben. Ich habe als Bürgermeister dann versucht, mit Unterstützung aus der freien Wirtschaft unsere Schulen fit zu bekommen. Das war eine Zangengeburt. In Teilen haben wir es gerade noch so geschafft. Aber in der Lebenswirklichkeit Deutschlands mit diesen komplexen Strukturen, Land Hessen auf der einen Seite, der Landkreis als Schulträger auf der anderen Seite, verschiedene Fachdienste, wir haben den Datenschutzbeauftragten, wir haben viele, die mitmischen, aber keiner sagt, wie es geht. Und da sind die Schulen im Wesentlichen reingelassen worden. Wir haben das mal in Arolsen mit 2 Schulen mal geschafft, dass wir gesagt haben, wir führen die Fäden mal zusammen und moderieren, unterstützen mal, sorgen für das Know-how und gehen auf die Schule zu und fragen, was wollt ihr denn?